Hallo Elektronikfreunde, in diesem Video geht es mal um den Bau eines Netzteils. Ich habe hier mal so die Komponenten schon zusammengestellt, die ich dazu besorgt habe. Das ist zum einen hier so ein Schaltnetzteil mit 48 Volt Ausgang und maximal 5 Ampere. Dann habe ich einen DC-DC-Wandler. Das ist ein Modul, was bis 5 Ampere kann und auch bis maximal 50 Volt einstellbar. Dann natürlich ein Netzschalter, auch eine Kaltgerätedose hier in dem Fall und auch ein Trafo. Und zwar möchte ich ganz gerne neben einer Gleichspannung auch eine Wechselspannung hier haben. Und der Trafo hat hier 2x18 Volt, 1,38 Ampere. Und alles möchte ich hier in so ein Metallgehäuse einbauen. Das ist ein sehr solides Gehäuse. Das hat hier so eine Aluprofile und das ist übrig geblieben und jetzt habe ich überlegt, was ich daraus mache und so ein Netzteil kann man immer gebrauchen. Als erstes, bevor ich hier irgendwas zusammenbaue und bohre oder so, werde ich hier dieses Netzteil nach dem Standardprüfverfahren prüfen, ob das allen Sicherheitsaspekten entspricht. Dann werde ich mal einen Lasttest machen, das heißt, ich werde das Netzteil hier mit dem DC-DC-Konverter betreiben und gucken, was passiert, wenn ich hier mal einen höheren Ausgangsstrom ziehe, ob das alles schön konstant bleibt und so weiter und vor allem, wie warm das wird. Weil ich werde wahrscheinlich noch einen Lüfter einbauen an die Seite mit einem Temperatursensor, sodass, wenn es mal wärmer werden sollte im Gehäuse, dass dann der Lüfter angeht. Als erstes möchte ich jedoch zeigen, hier, wie man hier die Sicherheit von so einem Netzteil prüft. Man sieht jetzt hier den Prüfaufbau. Ich habe zum einen natürlich das Prüfgerät, ich habe hier meinen Prüfling, dieses Schaltnetzteil und ich mache praktisch jetzt eine Vorabprüfung. Das heißt, ich möchte erstmal sicher gehen, dass das hier einigermaßen in Ordnung ist, bevor ich das in ein Gehäuse einbaue. Also das Schaltnetzteil kommt ja nachher in ein Gehäuse. Und am Ende muss es nochmal geprüft werden, aber ich will sozusagen vorab prüfen, ob das wirklich in Ordnung ist. Das erste, was ich messe, ist der Schutzleiterwiderstand. Ich habe hier mal eine kurze Skizze gemacht. Es ist folgendermaßen: Das Gerät hängt ja jetzt hier an der Steckdose. Also hier mit dem grauen Kabel ist das Gerät angeschlossen. Und ich habe eine Prüfspitze und die führe ich jetzt an das Gehäuse, um zu gucken, dass der Widerstand, der hier ist, vom Schutzleiter natürlich so gering wie möglich ist. Dazu nehme ich jetzt hier die Messspitze, drücke auf Start und dann sollte er mir ein Messergebnis liefern. Und man sieht hier 0,09 Ohm. Das ist also in Ordnung. Das ist also wichtig auch, dass der Schutzleiter hier am Gehäuse auch komplett angeschlossen ist. Ich messe hier unten nochmal. Da ist ein bisschen weniger. Und vielleicht hier hinten nochmal. So. Da ist 0,1 Ohm, ist aber vollkommen okay. Also man sieht hier an der Schraube nochmal, dass der Schutzleiter hier gut am Gehäuse angeschlossen ist. Die zweite Messung, die ich jetzt durchführe, ist die Messung des Isolationswiderstands. Das heißt, L und N wird zusammengeschlossen, also kurzgeschlossen. Und zwischen L und N und dem Schutzleiter liegen dann 500 Volt. Die dürfen natürlich nicht miteinander verbunden sein, ganz im Gegenteil, die müssen isoliert sein. Und man misst dann hier den Isolationswiderstand. Wichtig dabei zu wissen ist, dass jetzt das Gerät auch eingeschaltet wird. Also wenn ich jetzt hier auf den RISO 500 gehe und auf Start drücke, dann wird hier die Lampe angehen. Das heißt, das Gerät wird dann eingeschaltet und es wird dann der Isolationswiderstand gemessen. Und der sollte natürlich sehr, sehr hoch sein. Ja, man sieht hier das Ergebnis, größer als 1000 Megaohm. Ergebnis ist okay, ist also der Isolationswiderstand ist okay, es ist komplett isoliert. Die dritte Messung, die ich durchführe, ist die Messung des Ableitstroms. Und zwar ist es ja so beim Gerät, das wird ja zwischen N und N angeschlossen. Es fließt also ein Strom, es darf natürlich kein Strom hier über den Schutzleiter wegfließen. Und der ist auch sehr gering. Wenn einer fließt, soll er sehr gering sein. Also ich gehe jetzt auf IEA und da sieht man, also der sollte auf jeden Fall kleiner als 7 mA sein. Das Gerät wird jetzt auch eingeschaltet
Ich starte also die Messung und man sieht, ich habe 0,44 mA und damit ist das Gerät hier ja eigentlich schon mal ganz gut in der Prüfung und ist eigentlich ganz gut durchgekommen. Das war jetzt praktisch so eine Vorprüfung, alleine nur für dieses Schaltnetzteil, sodass ich jetzt sicher gehen kann, das entspricht den Sicherheitsanforderungen. Es wird dann jetzt ins Gehäuse eingebaut und wenn alles fertig ist, am Ende wird komplett das Gerät auch nochmal geprüft. Hier sieht man jetzt, dass ich das Schaltnetzteil auf die Grundplatte montiert habe. Und ich drehe es mal um. Hier mit den vier Schrauben habe ich genau ausgemessen und dann die Löcher gebohrt. Und ich habe auch schon hier ein Loch gebohrt hier und einen Halter für den Ringkern-Trafo. Das sind hier übrigens zwei alte Gerätefüße, die hier raufpassten. Die habe ich deshalb drauf gemacht, damit nachher der Trafo, der hier raufkommt, nicht schlackert. Also wenn ich den hier rauflege, so, dann schlackert der nicht, also der wird ja noch festgeschraubt. Und am Ende kommt hier noch eine Platine rüber, wo ich dann die Anschlussdrähte hier anlöte bzw. anklemme, sodass ich von da aus dann den Rest verdrahten kann. Ja, ich habe jetzt hier mal das Netzteil und hier den Trafo hier in das Gehäuse schon mal so reingeschoben, so provisorisch. Und ich habe an der Seite hier so eine Lochplatte genommen. Die kriegt man im Baumarkt. Und da sind dann auch die Lüfter drin. Ich nehme das mal hier oben. Also da. Und da sind jetzt die Lüfter drin. Und als nächstes werde ich natürlich die Ausschnitte für die Frontplatte sägen und bohren. Und auch hier hinten für die Kaltgerätedose und dann kann es danach an die Verdrahtung eigentlich gehen. Ich habe jetzt hier schon den Ausschnitt für die Kaltgerätebuchse hier gemacht und auch die Löcher für die Sicherung. Also ich habe jetzt zwei Sicherungen, einmal für das Schaltnetzteil und natürlich auch für den Trafo jetzt vorgesehen, primärseitig. Und jetzt bevor ich das hier anschraube, werde ich die Platte so ein bisschen beschleifen, damit es ein bisschen schöner aussieht. Und dazu nehme ich einfach hier so einen Küchenschwamm, und zwar mit der rauen Seite, und werde jetzt hier einfach mal immer ein bisschen hin und her gehen, sodass es nachher doch ganz gut glänzt und besser aussieht. Also man bekommt sicherlich nicht alle Macken hier weg, die jetzt hier drin sind, aber so ein bisschen bekommt man was weg, sodass es nachher auch ganz gut aussieht. Im Anschluss an diese Schleifaktion habe ich jetzt hier die Buchse und auch die Sicherungshalter montiert und auch gleich schon mal verdrahtet. Sieht jetzt also so aus. Ich habe also für beide Seiten einmal den Trafo und das Schaltnetzteil jeweils einen Ausgang sozusagen und habe hier das verlötet und mit Schrumpflauch versehen auf beiden Seiten. Und so kann ich das jetzt erstmal in das Gehäuse einbauen, gucken, ob das passt. Und mich dann um die Frontplatte kümmern, die jetzt ausgeschnitten und gebohrt werden muss. Bei der Gestaltung der Frontplatte sind vorerst mal ein paar Überlegungen notwendig. Und ich habe das mal hier so raufgelegt, die verschiedenen Teile. Und so will ich das in etwa gestalten. Also ich habe erstmal vorgesehen zwei Netzschalter. Einmal für das Schaltnetzteil und auch für den Trafo. Hier soll noch eine Buchse rein mit einem Schutzleiteranschluss. Das heißt, da kann man dann mal eine ESD-Matte direkt anklemmen oder sowas. Dann kommt hier der DC-DC-Wandler in der Mitte. Und hier auf der rechten Seite habe ich den DC-Ausgang mit Plus und Minus. Und hier habe ich die zwei Trafo-Ausgänge. Und die möchte ich auch nochmal sichern mit jeweils einer Sicherung. Man sieht also, es wird relativ voll hier auf der Frontplatte. Und ich werde jetzt die Sachen eben bohren und auch dann ausschneiden und dann zeigen, wie das dann aussieht. So sieht jetzt die Frontplatte aus nach dem Ausschneiden und Bohren. Und was ich gemacht habe, ich habe die mit 400er Schleifpapier erstmal noch behandelt, weil die Kratzer da sehr stark drauf waren. Und so kriegt man einiges weg. Und ich habe jetzt anschließend nochmal Klarlack rüber gemacht. Und wenn das dann trocken ist, dann kommen auch die Elemente rein und werden montiert. So sieht jetzt die Frontplatte hier aus, nachdem ich alle Teile hier eingesetzt habe. Schalter, das DC-DC-Modul. Und auch die ganzen Buchsen und auch die Sicherungshalter. Ich habe die Buchsen und die Sicherungshalter auch noch mit dem Schraubensicherungslack hier versehen. Das ist dieser grünliche Lack hier, wie man sieht. Den habe ich da so reingeträufelt, damit die natürlich dann sich nicht irgendwann lose drehen durch
Benutzung, sage ich mal. Und diesen Lack, das ist dieser hier, den habe ich hier verwendet. Der ist eigentlich ganz gut von Vico. Gibt es, glaube ich, bei Pollin oder so. Und ja, jetzt ist es erstmal soweit hier fertig, die Platte. Und jetzt werde ich die natürlich ans Gehäuse wieder anschrauben und dann mit der Verdrahtung beginnen oder beziehungsweise weitermachen. Wie man sieht, habe ich hier die Frontplatte wieder angeschraubt und das Gerät ist nur teilweise verdrahtet. Also hier erstmal die Frontplatte nochmal und ist nur teilweise verdrahtet, nämlich der Teil hier mit dem DC-DC-Konverter. Also hier nochmal im Detail hier die Schalter und die Schraubklemmen hier an dem Netzteil. Hier geht es dann hoch zum Trafo. Hier ist nochmal die Netzeingangsbuchse mit den Sicherungen. Und es ist jetzt nur teilweise verdrahtet, weil ich zunächst erstmal nochmal einen Lasttest machen will. Das hatte ich ja vorhin schon gesagt. Das heißt, ich werde den Wandler hier mit verschiedenen Strömen belasten und Spannungen und gucken, inwieweit es hier warm wird. Denn danach richtet sich ja dann, wo die Lüfter hinkommen. Und ich werde dann während des Lasttests auch hier mal die Temperaturen messen. Also speziell hier an dem Kühlkörper von dem Wandler und aber auch hier am Netzteil, am Schaltnetzteil. Und danach werde ich dann entscheiden, wo die Lüfter montiert werden. Also jetzt folgt erstmal der Lasttest. Man sieht jetzt hier den Aufbau. Also ich habe jetzt hier das Netzteil, das habe ich auch schon eingeschaltet. Man sieht also hier das Display und hier unten ist die elektronische Last und da habe ich den Strom auf 4,5 Ampere eingestellt, so fast auf Maximum. Er misst hier mit dem rechten Multimeter die Ausgangsspannung, die derzeit auf 5 Volt eingestellt ist. Und hier mit dem linken Multimeter misst er die Temperatur, die im Moment sehr wichtig ist. Ich stelle das mal hier hin deswegen. Die ist derzeit ja, bei 27 Grad. Weiß ich nicht, wie genau das jetzt ist, aber in etwa hat man jetzt einen Anhaltspunkt. Wenn ich jetzt die Last einschalte und mal so eine halbe Stunde laufen lasse, dann habe ich zumindest einen Vergleich. Also ich schalte jetzt mal die Last hier ein. Und jetzt fließen 4,5 Ampere. Man kann es hier auf dem Display sehen. Ich weiß nicht, ob man das so sieht. Ich zoome da mal rein. Da, also es fließen jetzt tatsächlich 4,5 Ampere. Und ich warte jetzt ungefähr so ja, Viertel, halbe Stunde. 20 Minuten und schaue mir dann nochmal die Temperatur an, inwieweit die dort an dem Punkt gestiegen ist. Ich bin jetzt also hier rechts oben, da mit dem Temperatursensor drin, also in dem Schaltnetzteil. Und ich will bloß mal gucken, ob das in irgendeiner Form warm wird. Es ist jetzt ungefähr 20 Minuten so vergangen und die Temperatur ist hier auf 34 Grad, 35 Grad angestiegen. Es ist zwar etwas, ist nicht sehr viel, aber trotzdem sollte man dann auch irgendwann belüften mit dem Lüfter dieses Netzteil. Ich werde mal hier vorne an dem DC-DC-Konverter rangehen, an diesen Kühlkörper. Da sieht man aber auch, dass das höher ist. Also geht hier schon auf 40 Grad. Versuche das mal hier ranzuhalten. Aber ja, es geht also weit über 40 Grad. Das ist jetzt der Kühlkörper, wie gesagt, an den DC-DC-Konverter unter den Bedingungen 5 Volt Ausgang und 4,5 Ampere Ausgangsstrom. Das heißt also, in dem vorderen Bereich hier auf der rechten Seite des Netzteils werde ich ja, einen Lüfter auf jeden Fall montieren. Ich werde aber jetzt nochmal eine andere Bedingung schaffen. Das heißt, ich werde jetzt eine höhere Spannung einstellen. Jetzt dazu schalte ich erstmal hier aus und stelle hier eine höhere Spannung ein, so mehr oder weniger Maximum, irgendwie so 40 Volt. 40 Volt und jetzt auch wiederum den Strom. Ich messe jetzt auch noch mal hier hinten, also da ist er jetzt ja, bei 30 Grad ungefähr. Und jetzt schalte ich noch mal ein. Es fließen also jetzt auch wieder hier 4,5 Ampere. Ich kann hier noch mal reingehen. Ups. Ja, also jetzt haben wir 40 Volt, 4,5 Ampere und bin jetzt hinten am Netzteil dran mit der Temperaturmessung und schalte
schau mal, auch noch mal ein paar Minuten, ja auch noch mal 20 Minuten schätze ich mal, sollte man das ruhig durchlaufen lassen, um dann zu schauen, wie hoch die Temperatur da steigt. Wie man sieht, habe ich jetzt hier das Display ausgebaut, weil es hat jetzt bei diesem Lasttest mit den 40 Volt und 4,5 Ampere hier das Modul zerschmettert. Also speziell hier die Transistoren, die hier drauf waren, hier diese MOSFETs, die sind heiß geworden, also der Kühlkörper ist hier auch dann eher lächerlich. Die sind also kaputt gegangen, die hatten Kurzschluss gehabt. Und jetzt habe ich auch schon mal herausgefunden, was das für Transistoren sind. Das sind hier Transistoren vom Hersteller Alpha und Omega, sagt einem natürlich nichts. Und der Typ ist AOD2810 80 Volt N-Kanal MOSFET. Und ja, jetzt habe ich natürlich ein Problem, denn wenn das so auf Dauer nicht funktioniert mit so einer hohen Last, dann kann ich das natürlich so nicht gebrauchen. Das heißt, ich werde jetzt mir erstmal einen Ersatz suchen für diesen AOD2810 und dann werde ich hier auf der Leiterplatte, also hier waren die drauf, die beiden Transistoren mit dem Kühlkörper oben drüber. Ich werde also die Leitung oder die Pins, hier, die hier sind, weiterleiten an eine andere Platine mit einem großen Kühlkörper und auch einem Lüfter gleich. Und natürlich mit Vergleichstransistoren, damit ich auf jeden Fall das Modul auch im Dauerbetrieb benutzen kann. Das ist natürlich jetzt sehr unschön, aber bei so einem kleinen Kühlkörper, wie man den hier sieht, ist das eigentlich gar nicht anders zu erwarten gewesen. Also der wurde, wie gesagt, extrem heiß und auch hier diese Klebefolie ist dann, also das ist zwar nicht abgegangen, aber man hat schon gemerkt, der saß nicht mehr richtig drauf auf den MOSFETs und hat die natürlich dann auch nicht mehr richtig gekühlt. Also jetzt werde ich erstmal nach einem Ersatz suchen, das umbauen und dann das Modul wieder einbauen und nochmal diesen Test machen. Hier ist nun das auseinandergenommene Modul zu sehen und was bei dem Modul ganz gut ist, ist, hier sind mehrere Pads hier mit Bohrung, wo zum einen hier eine serielle Schnittstelle irgendwie zu sein scheint und hier irgendeine andere noch. Und diese werde ich verwenden, um hier solche längeren Stiftleisten dort einzusetzen. So, die werde ich dann natürlich da anlöten und auf der anderen Seite kommt hier diese Buchsenleiste ran. Und an diese Buchsenleiste wird meine Zusatzplatine natürlich gelötet. Und die Anschlüsse für den MOSFET oder für die beiden MOSFETs hier unten werde ich auch mit diesen Stiftleisten hochführen. Das heißt, ich werde die hier im unteren Bereich umbiegen, hier auflöten und da oben auch dann einsetzen in die Buchsenleiste. Der Kühlkörper kommt dann natürlich auch noch rauf, so dass es nachher wirklich ein kompaktes Modul bleibt. Und das müsste dann auch im Gehäuse noch locker reinpassen. Hier vielleicht nochmal der Größenvergleich. Das ist also der Kühlkörper, den ich jetzt verwende. Und der war drauf. Also hier, das ist hier wirklich lächerlich, kann man nur sagen. Gut, das werde ich jetzt tun und danach zeigen, wie das dann Ganze dann fertig aussieht. Hier sind erstmal alle Teile zu sehen, die ich für den Zusammenbau des Moduls brauche. Wie man sieht, habe ich jetzt hier die anderen Stiftleisten auch angelötet nach oben. Sieht auch etwas schief zwar noch aus, aber es passt. Dann habe ich hier die Zusatzplatine mit den beiden MOSFETs und noch einen Ausschnitt für den Stromanschluss. Und hier diese Buchsenleiste. Und die kann ich dann hier raufstecken. So, ich mache das jetzt noch nicht, ich mache das erst am Ende. Bevor ich das raufstecke, muss allerdings hier der Kühlkörper noch rauf. Und da habe ich jetzt auch schon zwei Bohrungen vorgesehen und zeige einfach mal, wie das dann aussieht. Also in etwa so kommt er dann rauf. Und jetzt ist es wichtig dabei, dass die beiden MOSFETs voneinander isoliert auf dem Kühlkörper montiert werden. Und dazu habe ich jetzt hier Schrauben vorbereitet. Hier einmal mit einer Kunststoffscheibe, mit einer Unterlegscheibe und dort wird nochmal Schrumpfschlauch raufgezogen und so dass nachher die Transistoren isoliert drauf sind und es kommen natürlich dann auch noch dazu aufgrund der Isolierung hier auch nochmal Glimmerscheiben drunter, so jeweils. Ich montiere das jetzt mal zusammen und dann zeige ich gleich, wie das dann aussieht.
Als erstes habe ich hier mal die Schrauben genommen. Die sind jetzt hier also drin mit Abstandshaltern zu den Transistoren. Man sieht hier auch noch den grünen Schrumpfschlauch. Dort und auch dort. Und jetzt mache ich erstmal ein bisschen Wärmeleitpaste hier rauf, mache die Glimmerscheiben drunter und schraube dann das an den Kühlkörper an. So, den Kühlkörper habe ich hier angeschraubt, wie man sieht. Und die Transistoren müssen ja isoliert aufgebracht werden, damit die beiden Drains, also diese großen Flächen, ist der Drain-Anschluss, die dürfen nicht zusammen sein. Deswegen muss man die isoliert hier aufbringen. Das mit der Wärmeleitpaste, das ist immer ein bisschen schwierig. Da sollte man auch in keinem Fall zu viel nehmen. Also es darf nicht rausquillen, dann ist es definitiv zu viel. Und Schrauben sind gut angezogen. Die werde ich nachher am Ende hier auf der Rückseite nochmal mit Schraubensicherungslack sichern. Und was ich jetzt nochmal machen will, ich will einfach nochmal testen, ist es wirklich isoliert. Das heißt, ich messe hier mit dem Durchgangsprüfer einfach mal an den beiden Drains. Und da dürfte, also wenn ich jetzt hier verbinde, ist es verbunden. Und man hört es. Und hier hört man es nicht. Also es ist isoliert. Das ist ganz wichtig. Die beiden Schrauben sind verbunden, nämlich über den Kühlkörper. Aber hier die beiden Drains sind nicht miteinander verbunden. Und jetzt mache ich Folgendes, ich werde das Modul einfach aufstecken, hier diese Zusatzleiterplatte auf das Modul besser gesagt, und einfach mal anschließen und testen, ob jetzt das Modul wieder normal funktioniert. Wie man sieht, habe ich das Modul hier wieder eingesetzt und auch befestigt. Hier sieht man es von oben, hier ist wiederum der Temperatursensor jetzt auf den Kühlkörper geklebt und ich habe jetzt hier so eine Trennwand, diese grüne hier, und man sieht jetzt hier auf der linken Seite den Einlüfter und hier auf der rechten Seite den anderen Lüfter, und die Luft kann jetzt hier, wenn der Deckel nachher zu ist, auch hier durchströmen, sodass es dann auch gut gekühlt wird. Der erste Funktionstest ist hier erfolgreich gelaufen. Ich kann wieder hier die Spannung einstellen, jetzt in dem Fall 40 Volt. Und jetzt werde ich wiederholt diesen Lasttest machen. Hier lege ich jetzt hier einfach einen Deckel drauf, damit man möglichst real testen kann. Und dann schalte ich die Last jetzt ein und warte ab, wie die Temperatur sich dann ergibt. Der Lasttest startet nun. Man sieht, ich habe hier 40 Volt, 4,5 Ampere wieder eingestellt. Die Temperatur liegt derzeit wiederum bei 27 Grad. Im Moment ist kein Lüfter an. Und ich werde jetzt einfach mal eine Viertelstunde warten, was passiert mit der Temperatur. Und dann gegebenenfalls auch die Lüfter dann einschalten. Die Temperatur ist jetzt hier nach ca. 5 Minuten schon auf 38 Grad angestiegen. Das heißt, ich werde jetzt hier mit dem Netzteil mal die Lüfter einschalten. Und zwar in dem Fall mit 6 Volt, um zu gucken, ob die 6 Volt schon ausreichend sind, um den Kühlkörper zu kühlen und die Temperatur hier wieder ein bisschen runterzudrücken. Das Netzteil läuft jetzt ungefähr 20 Minuten, 20 bis 25 Minuten. Und man sieht, die Temperatur hat sich hier auf 36 Grad eingestellt, was schon mal ganz okay ist. Nichtsdestotrotz werde ich es so machen, dass ab einer bestimmten Temperatur, so von 35 Grad, die Lüfter dann auf 12 Volt laufen. Das heißt, ich werde hier mal die Spannung hochdrehen, damit die Temperatur doch weiter sinkt. Man hört jetzt auch, die Lüfter gehen an, beziehungsweise drehen sich jetzt schneller. Den anderen großen Lüfter, den man hört, das ist hier von der elektronischen Last. Und jetzt werde ich nochmal 20 Minuten, 20 bis 25 Minuten warten, um zu gucken, wie weit hier die Temperatur noch runter geht. Sie müsste da so ein Stück, denke ich, noch runtergehen, und dann, denke ich mal, wäre das auch okay. Nach 25 Minuten und einer Lüfterspannung von 12 Volt ist jetzt die Temperatur auf 31 Grad runtergegangen. Ist natürlich sehr gut. Damit ist der Lasttest erstmal soweit bestanden. Die Spannung ist auch stabil. Man kann es hier sehen, also nach wie vor 39,99 Volt wird angezeigt. Das Multimeter misst etwas anders, aber das war auch stabil bei 39,7. Insofern ist jetzt das mit der Kühlung erstmal okay, und jetzt geht es weiter mit der Temperatursteuerung. Bei der Lüftersteuerung gibt es natürlich viele Möglichkeiten, die man da in Erwägung ziehen kann. Also zum einen könnte man das ja so machen, dass man ja mit dem Temperatursensor und Operationsverstärkern dort agiert. Oder man nimmt hier einfach einen Mikrocontroller. Das ist aus meiner Sicht im Moment das Einfachste, weil ich eigentlich auch nicht viel Platz habe im Gehäuse. Die Lüfter werden hier über diese Transistoren entweder mit 12 Volt oder 6 Volt versorgt. Also hier sind ja die Lüfter. Und der ATtiny13 hier in dem Fall,
Der hat einen analogen Eingang, wo ich den LM-C87 ranhänge. Das ist ein analoger Temperatursensor. Der gibt mir also gleich eine Spannung raus. Ich brauche also nicht hier irgendwie einen Spannungsteller oder sowas. Kann also da dort direkt rangehen. Und von der Spannungsversorgung her ist es jetzt so, ich habe ja die 48 Volt hier am Eingang vom Netzteil. Da werde ich dann einen LM2592 Schaltregler verwenden, der mir erstmal das runterdrückt auf 12 Volt. Und für den Mikrocontroller gibt es natürlich dann hier noch einen extra 5 Volt 78L05, sodass das damit dann auch funktionieren soll. Als nächstes werde ich das jetzt erstmal auf dem Steckbrett aufbauen, die Software schreiben und das dann mal zeigen, wie das dann aussieht. So sieht momentan hier der Aufbau auf dem Steckbrett aus. Ich habe hier auf der rechten Seite den 12-Volt Eingang. Hier ist der 5-Volt Spannungsregler für den AT-Tiny 13. Hier ist dieser Temperatursensor, hier auf so einem Modul noch aufgelötet. Hier ist der AT-Tiny 13, wie man sieht. Ich habe hier noch zwei Leuchtdioden drin und hier sind die beiden Transistoren, die dann die Lüfter mit 6 Volt oder 12 Volt dann betreiben. Hier auf der linken Seite sind jetzt die Lüfter angeschlossen, an der gelben und schwarzen Leitung hier jeweils. Und jetzt werde ich Folgendes machen. Ich habe eingeschaltet die Schaltung bereits und werde einfach mal mit dem Lötkolben an den Temperatursensor rangehen. Und dann sollten eigentlich irgendwann die Lüfter angehen, und zwar zuerst im 6 Volt Betrieb. Das dauert einen Moment. Ja, jetzt sind sie mit 6 Volt, werden sie mit 6 Volt betrieben. Man sieht es hier auch an der gelben Leuchtdiode, hier an dieser. Wenn ich jetzt wieder weggehe, dann sollten sie auch wieder irgendwann ausgehen. Warte ich auch nochmal einen Moment. Man kann jetzt theoretisch nochmal aktiv kühlen, so wie es auch im Gehäuse nachher ist. Ah, jetzt ist aus. Jetzt gehe ich nochmal ran und werde nochmal mit dem Lötkolben ein bisschen erwärmen hier. Jetzt 6 Volt Betrieb. Und wenn ich jetzt hier länger dran halte, dann schaltet er gleich um auf den 12 Volt Betrieb, weil die Temperatur natürlich über 35 Grad hier dann gestiegen ist. Also jetzt. Und im Gehäuse ist es ja dann so, dass die Lüfter dann aktiv kühlen. Das heißt, sie sind dann irgendwie so montiert, dass der Luftstrom ja hier durchgeht zum Temperatursensor, sodass dann nachher auch erstmal auf den 6 Volt Betrieb umgeschaltet wird. Und wenn er noch weiter runterkühlt, dann geht er auch wieder aus. So, jetzt ist er wieder aus. Also die Schaltung funktioniert. Und jetzt werde ich Folgendes machen. Ich werde diesen ganzen Aufbau hier mal provisorisch in das Gehäuse einbauen. Den Temperatursensor werde ich auf den Kühlkörper so mal kleben mit Tesafilm und dann schauen, ob das alles so weit funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ich habe die Steuerung jetzt hier mal provisorisch reingelegt, hier das Steckbrett. Und hier sieht man jetzt den Temperatursensor, wie er auf dem Kühlkörper hier sitzt. Hier. Also der liegt da einfach nur so drauf. Und jetzt werde ich Folgendes machen. Ich werde hier das nochmal abdecken und einfach mal das Netzteil einschalten. So. Und eine Last ist schon dran. Und dann warten, wann jetzt hier die Lüfter angehen. Ich habe jetzt hier die 40 Volt eingestellt. Es ist auch eine Last dran und man sieht, die gelbe Leuchtdiode ist gerade angegangen. Jetzt ist sie wieder ausgegangen. Das heißt also, er misst die Temperatur und kühlt dabei immer wieder mal. Und es scheint erstmal soweit zu funktionieren. Ich werde die Last nochmal erhöhen und schauen, ob auch der 12 Volt Betrieb dann funktioniert. Ich habe jetzt die Last erhöht, man sieht also, ich habe jetzt irgendwie 27 Watt hier am Ausgang zu hängen und die gelbe Leuchtdiode leuchtet jetzt dauernd, also sie geht im Moment auch nicht mehr aus. Und sie müsste eigentlich, also der Controller müsste dann umschalten, wenn die Temperatur also weiter steigt, und ich werde das jetzt mal nochmal beobachten. Ich habe jetzt hier nochmal die Spannung geändert auf 15,6 Volt und auch die Last. Den Lastwiderstand geändert. Man sieht im Moment, leuchtet die gelbe Leuchtdiode. Das heißt, die Lüfter laufen mit 6 Volt im Moment. Und es dauert ein paar Sekunden und dann schaltet er eigentlich oben in den 12 Volt Betrieb. Jetzt hat er umgeschaltet hier in den 12 Volt Betrieb, wie man hört. Und jetzt müsste er also wieder ein bisschen runterkühlen. Und jetzt ist er sogar ganz ausgegangen. Also die Steuerung hier für die Lüfter scheint erstmal so zu funktionieren.
Ich werde jetzt den Steckbrettaufbau so gestalten, dass ich dann eine Leiterplatte draus mache und werde das dann ins Gerät noch mit einbauen. Hier ist nun die fertige Lochrasterplatine zu sehen und ich will einmal mal kurz durchgehen, was da so drauf ist. Ich fange mal hier mit der linken Seite an. Also wie man sieht, habe ich so ein Standardschaltreglermodul hier verwendet. Dieses hier erzeugt mir die 12 Volt. Ich habe allerdings hier den Schaltregler ausgetauscht gegen einen 2592. Da war vorher ein LM2596 drin und der kann leider nicht bis 60 Volt. Der hier kann bis 60 Volt Eingangsspannung gehen. Ich habe das Poti hier rausgenommen, weil ich natürlich eine konstante Spannung haben will von 12 Volt und habe dort dann hier zwei Widerstände eingesetzt, die mir die 12 Volt dann erzeugen, sozusagen, oder festlegen. Hier unten ist noch eine Schottky-Diode eingebaut. Laut Datenblatt muss die hier noch rein, wenn das Modul mit mehr als 45 Volt oder 40 Volt betrieben wird. Und ich habe hier 48 Volt, also muss hier noch so eine, also diese rote hier, Schottky-Diode mit rein. Hier ist die Eingangsbuchse, hier kommen also die 48 Volt an. Hier ist noch eine Verpolschutzdiode, die habe ich jetzt einfach mal so reingesetzt. Dann sind hier oben die Anschlüsse für die Lüfter, also auf der Seite und auch hier auf der anderen Seite. Und hier habe ich natürlich noch die Freilaufdiode drin. Dann kommt hier der 5-Volt-Regler mit den Bypass-Kondensatoren. Hier ist nochmal ein 10-μ-Eingangskondensator. Dann ist hier der Temperatursensor, der LMT87 drauf. Und hier auf der rechten Seite ist der Mikrocontroller, der ATtiny 13 mit den beiden Transistoren. Dieses Widerstandskonstrukt werde ich wahrscheinlich noch ändern. Das ist der Vorwiderstand, um die Lüfter mit 6 Volt zu betreiben. Da werde ich einen Widerstand denn noch nehmen mit 47 Ohm, 1 Watt oder so. Und dann sollte das jetzt auch funktionieren. Ich habe das schon ausprobiert, es funktioniert soweit. Und ich will mal zeigen, wie das jetzt ins Gehäuse passt. Im Gehäuse sieht es jetzt hier so aus. Ich habe hier nochmal einen Steckverbinder für die 48 Volt hier angeschraubt an die Schraubklemmen mit diesem Stecker. Und der kommt jetzt hier einfach an die Leiterplatte. Ich stecke den einfach mal so ran. So, und jetzt kann man den hier so einsetzen. Das ist natürlich noch lose, das werde ich noch mit Kabelbindern oder so festhalten. Und dann kann ich hier auf der linken Seite jeweils hier einen Stecker und dann auch auf der rechten Seite. Da ist dann der andere Stecker von dem anderen Lüfter. Der wird da rangesteckt. Und dann kann ich das im Prinzip so ja, fest montieren. Also ich werde hier ein Loch noch bohren und dann wahrscheinlich nur einen Kabelbinder rüber machen. Das hält dann eigentlich ganz gut. Und den Temperatursensor, den werde ich hier nicht so fest drauf lassen. Den werde ich flexibel dann hier zum Kühlkörper führen und dann sollte es eigentlich auch so ganz gut funktionieren. Wie man sieht, habe ich jetzt hier die Leiterplatte montiert mit dem Kabelbinder hier oben und das hält eigentlich soweit auch ganz gut. Hier auf der rechten Seite habe ich diese vier Widerstände durch einen 47 Ohm Widerstand so mit 2 Watt ersetzt und hier diese drei Leitungen gehen hier zu dem Temperatursensor, der hier angeklebt ist. Ich kippe mal hier das Gehäuse ein bisschen, dann sieht man das. Also hier ist der Temperatursensor jetzt da zu sehen und er misst also dann wirklich direkt die Temperatur auf dem Kühlkörper. Gut, bevor ich jetzt den Deckel hier zumache, möchte ich noch mal auf die Hardware und auch auf die Software eingehen. Die Hardware und auch die Software von der Lüftersteuerung gestaltet sich sehr unspektakulär. Ich fange hier einfach mal mit der Hardware an. Mit den einzelnen Bereichen, die hier aufgebaut sind auf der Leiterplatte. Hier oben links ist das Modul mit dem LM2592, welches mir von 48 Volt eine Spannung von 12 Volt erzeugt. Hier ist nochmal diese Diode drin, die auch im Datenblatt des LM2592 empfohlen wird. Hier unten links ist jetzt der Spannungsregler für den 5 Volt Bereich, also für den Mikrocontroller. Dann haben wir hier natürlich den Mikrocontroller mit seinen Ein- und Ausgängen. Also zum einen haben wir natürlich hier an dem PB2 den Temperatursensor dran, den LMT87, der liefert also gleich eine Spannung dort entsprechend der Temperatur.
Und wir haben hier PB0 und PB1 als Ausgänge, die dann die MOSFETs steuern. Ich habe hier auch nochmal die Leuchtdioden eingezeichnet. Die sind jetzt auf der Leiterplatte nicht realisiert, aber so kann man das dann zum Beispiel mal machen. Die MOSFETs werden ja angesteuert je nach Temperatur. Und der untere MOSFET, ich muss das hier mal runterschieben, der ist also für den 12-Volt-Betrieb zuständig. Also wenn der hier durchsteuert, dann wird der Lüfter direkt mit 12 Volt betrieben. Während wenn dieser, der V5 hier durchsteuert, dann ist hier noch ein Vorwiderstand drin, dann wird der Lüfter mit 6 Volt betrieben. Hier ist noch die Freilaufdiode drin, die ist natürlich wichtig. Jetzt zur Software. Das Programm für die Lüftersteuerung hier für den AT Tiny 13 ist in C geschrieben, wie man sieht. In der Hauptfunktion wird Port B erstmal initialisiert, so dass PB2 ein Eingang ist und PB0 und 1 ein Ausgang. Dann wird der Port B erstmal ausgeschaltet, das heißt, die beiden Ports gehen auf 0, nicht dass dann Lüfter anfängt zu laufen. Dann wird ein ADC initialisiert, in dem Fall ist es der ADC1. Ein Timer wird initialisiert und es werden Interrupts freigegeben. Man sieht, die Weilschleife ist hier leer. Ich gehe mal hier in das ADC Init und den Timer Init Bereich. Der ADC, der hier verwendet wird, ist der ADC1 an Port PB2. Und die Referenzspannung, die ich hier verwende für den ADC, sind die 5 Volt. Deswegen wird hier das ADMUX-Register auch hier so eingestellt, wie es hier steht. Danach wird der ADC freigeschaltet oder eingeschaltet, die Interrupts werden eingeschaltet und ein Prescaler gesetzt. Das sind also dann diese Zeile hier. Bei dem Timer ist es so, da sind eigentlich nur zwei Sachen wichtig. Der Timer wird natürlich, dort werden Interrupts freigegeben und es ist hier auch ein Prescaler vorhanden, der hier eingestellt werden muss. Wenn der Timer einen Interrupt auslöst, dann wird hier dieses Check Temperature ausgeführt, diese Funktion. Und diese Funktion ist hier oben zu sehen. Sie schaut nach der Temperatur und wenn die Temperatur zwischen 29 und 35 Grad liegt, dann wird hier die Variable ADTemp auf 1 gesetzt. Das bedeutet, dass jetzt die Lüfter mit 6 Volt betrieben werden. Wenn die Temperatur kleiner als 29 Grad ist, dann werden die Lüfter ausgeschaltet, ADTemp ist 0 und wenn die Temperatur höher als 35 Grad ist, dann wird ADTemp auf 2 gesetzt. Das heißt, die Lüfter arbeiten dann im 12 Volt Betrieb. Hier kommen nochmal die Switch-Anweisungen, um dann die Ports zu schalten entsprechend. Und am Ende wird nochmal der AD-Wandler gestartet und bis zum nächsten Interrupt wird dann dieser Wert ausgelesen und dann verwertet. Im oberen Bereich des Programms habe ich dazu geschrieben, was das Programm eigentlich macht. Auch hier nochmal die Information, bei welchen Spannungen hier die Lüfter mit 6 und 12 Volt betrieben werden. Eine Versionsnummer, ein Datum nochmal und auch das Hardware-Setup, sodass man hier sieht, was ist wo angeschlossen. Also hier sieht man dann eben am PB2 Pin 7 ist der LMT87 angeschlossen und hier ist dann eben PB1 und PB0 da. Geht es dann zu den MOSFETs. Ich habe auch nochmal dazu geschrieben, die Fuses, wie die gesetzt werden müssen. Das ist ja bei den Admin-Mikrocontrollern gängig, dass man das dort setzen muss. Ja, das war es erstmal zum Thema Software und jetzt geht es nochmal weiter in Richtung Test. Wie man sieht, ist das Gerät jetzt erstmal soweit fertig. Ich habe hier auch den Deckel oben drauf gemacht und was ich jetzt testen will, ist, wie sich der Ausgang hier verhält, wenn ich hier ein- und ausschalte. Also wenn ich die Spannung ein- und ausschalte hier an dem Konverter, möchte ich gerne wissen, wie verhält sich dann auch die Ausgangsspannung. Also geht die wirklich sofort zurück oder hat die vielleicht einen Überschwinger oder wie auch immer. Und ich will natürlich auch nochmal testen, wie die Ausgangsspannung unter Last aussieht. Um das Ein- und Ausschaltverhalten hier von diesem DC-DC-Wandler zu messen, habe ich jetzt einfach hier an Ausgang des Oszilloskop angeschlossen und ich habe das Oszilloskop jetzt hier auf 1 Volt pro Division eingestellt. Im Moment habe ich 6 Volt eingestellt. Es ist im Moment ausgeschaltet, also wenn ich jetzt hier einschalte, dann sieht man, er geht nach oben, aber ich will das natürlich im Detail hier sehen, wie das hochgeht.
Deswegen muss ich das Oszilloskop umstellen auf den Single-Mode-Betrieb. Ich habe das Oszilloskop jetzt in den Single-Mode eingestellt und wenn ich jetzt hier das Gerät einschalte, dann sieht man hier, wie er einschaltet und jetzt sieht man, also macht es eigentlich ganz gut, es ist kein Überschwingen da oder sowas und das gleiche müsste man jetzt nochmal beim Ausschalten dann feststellen. Das Gerät ist jetzt eingeschaltet, wie man sieht, also wir haben hier 6 Volt. Ich habe jetzt auch eine Last rangehängt, so mit 300 mA und ich schalte jetzt einfach mal in den Single-Mode wieder und gehe auf Off. Beim Ausschalten ergibt sich jetzt dieses Bild, also er geht wirklich ziemlich schnell runter, jetzt gut bei einer Last von 300 mA, aber er hat hier oben auch keinen Überschwinger oder sowas und das Ein- und Ausschaltverhalten ist damit sehr gut, kann man sagen. Um die Qualität der Ausgangsspannung zu messen, habe ich jetzt das Oszilloskop an den Ausgang von dem Netzteil mal angeschlossen, habe den Kanal hier auf AC-Kopplung gestellt, damit man wirklich nur den Wechselspannungsanteil sieht. Man sieht, hier sind immer noch so ein paar Spikes, also diese Spitzen. Und im Moment sind 6 Volt eingestellt, es fließen 2 Ampere. Und um diese Spikes hier wegzukriegen, nehme ich einfach hier mal so einen 100 Nano-Kondensator und werde den einfach mal an den Ausgang anschließen. Dann sieht man hier, die sind jetzt mehr oder weniger weg. Das ist schon mal ganz gut. Das heißt, ich werde im Inneren des Geräts noch einen 100 Nano am Ausgang ranhängen. Vielleicht auch ein bisschen höheren Kondensator, ein µ oder so. Und ich kann jetzt hier mal auf Messen gehen. Der Effektivwert ist jetzt hier so bei 48 mV als sogenannte Ripple Voltage. Das ist durchaus okay. Die zweite Messung dazu erfolgt jetzt bei 40 Volt und 4,5 Ampere. Das ist also sind die Werte, die ich vorhin beim Lasttest genommen habe. Man sieht auch hier, die Ausgangsspannung ist durchaus okay. Der Effektivwert der Ripple Voltage, der Wurmspannung, ist jetzt hier praktisch bei 48 bis 50 mV. Und damit bin ich auch zufrieden und kann jetzt das Gerät wirklich fertigstellen. So, das Gerät ist damit fertiggestellt. So sieht es jetzt hier aus, wenn eben auch vorne hier der Trafo noch eingeschaltet ist. Und was ich jetzt noch machen werde, ist eine abschließende elektrische Prüfung. Zur Fertigstellung des Geräts werde ich dies nochmal hier prüfen auf elektrische Sicherheit. Also wie vorhin erstmal den Schutzleiterwiderstand. Ich gehe mal an die Schraube, 0,03 Ohm, dann hier die Frontplatte. Ja, da muss ich ihm etwas drauf drücken. Das ist ja auch 0,03 Ohm hier. 0,04 Ohm hier an der Seite mal. 0,05 Ohm, also das ist okay. Dann kommt als nächstes der Isolationswiderstand. Da drücke ich jetzt hier auf Start. Und da sieht man auch, er ist größer als 1000 Megaohm und den Ableitstrom noch mal messen und wie man sieht 0,53 mA, also auch vollkommen okay. Die elektrische Sicherheit wurde hier nun geprüft und ganz zum Schluss möchte ich noch mal auf die Handhabung hier von dem DC-Converter eingehen. Was hier nach dem Einschalten auf dem Display zu sehen ist, sind in der obersten Zeile zunächst einmal hier die voreingestellten Werte für Spannung und Strom, also hier in dem Fall 5 Volt und 5,1 Ampere. Die großen Symbole zeigen an, was derzeit an den Ausgangsbuchsen vorhanden ist, in dem Fall 0 Volt, 0 Ampere und 0 Watt, weil die noch nicht eingeschaltet sind. Hier in der unteren Zeile sieht man noch die Eingangsspannung hier mit knapp 48 Volt. Das sind die 48 Volt von dem Schaltnetzteil in. Dann ist auf der rechten Seite hier noch so ein Schlosssymbol zu sehen. Das heißt, ich kann hier die Einstellung verriegeln. Im Moment ist es offen, ich kann sie also ändern. Der Haken gibt an, dass ich im Moment in einem normalen Modus mich befinde. Das heißt also, weder Overcurrent noch Overvoltage Protection ist aktiv. CV bedeutet Constant Voltage Mode. Das heißt, der maximale Strom ist noch nicht erreicht. Wenn dieser erreicht wird, wird hier ein CC erscheinen. Und hier unten das rote Symbol zeigt natürlich jetzt, dass es ausgeschaltet ist. Wenn ich jetzt hier die gelbe Taste drücke, dann wird es eingeschaltet. Man sieht, es liegen dann die 5 Volt am Ausgang auch an. Es fließen
jetzt 300 Milliampere, 1,6 Watt knapp, weil ich natürlich eine Last jetzt auch dran habe. Und ich schalte jetzt erstmal wieder aus. So ist erstmal die Anzeige gestaltet. Durch Drücken der Set-Taste komme ich hier oben in diesen Bereich und kann hier den Taster drücken an dem Drehencoder und kann jetzt hier zum Beispiel die Spannung auf 6 Volt stellen. Und wenn ich jetzt nochmal drücke, kann ich auch die Nachkommastellen bearbeiten. Und ich nochmal gedrückt, komme ich also auch in den Bereich, wo ich den Strom ändern kann. Also den maximalen Strom, den ich entnehmen kann. Ich stelle mal einfach hier auf 3 Ampere zum Beispiel und gehe hier auch runter auf wirklich 3,0 Ampere. Und mit Z kann ich hier wieder zurückgehen. Und wenn ich jetzt hier einschalte, dann habe ich eben meine 6 Volt. Ich habe jetzt die Last abgeklemmt, deswegen fließt kein Strom. Aber so kann ich hier erstmal die Spannung einstellen. Um zu vermeiden, dass jetzt die Spannung unabsichtlich geändert wird, kann ich hier durch längeres Drücken der Taste am Drehencoder hier diese Werte jetzt verriegeln. Man sieht also, das Symbol hat sich jetzt hier geändert. Jetzt sind sie verriegelt. Ich kann jetzt also hier weder mit Z was ändern. Ja, also ich kann da nichts ändern. Es ist also verriegelt und das ist natürlich eine Sicherheitssache, dass man da sicher ist, dass die Werte nicht unabsichtlich geändert werden. Ich entriegel nochmal, also nochmal länger drücken hier auf den Drehencoder-Taster und damit ist es dann entriegelt. Wenn ich zweimal die Set-Taste drücke, dann komme ich hier in einen Bereich, wo ich weitere Sachen einstellen kann. Zum Beispiel hier diese SOVP, also die Overvoltage Protection. Hier kann man mit den Pfeiltasten hoch und runter gehen. Also ich kann jetzt hier runter gehen oder damit hochgehen. Und ich kann jetzt zum Beispiel Folgendes machen. Ich stelle jetzt hier die Overvoltage Protection meinetwegen auf 7 Volt. Also hier das gleiche Prinzip. Ich gehe hier mit dem Druckknopf hier an dem Drehencoder, hier springe ich sozusagen hier rüber und stelle das hier meinetwegen ein auf 7 Volt oder 7,4 Volt jetzt mal in dem Fall. Und das heißt, es ist die maximale Spannung, die ich dann wirklich einstellen kann mit dem Set. Wenn ich jetzt nochmal hier rauf gehe auf Set, dann hat er das sozusagen gespeichert. Wenn ich jetzt hier mit Set mehr als 7 Volt einstellen will, also 7 und meinetwegen 8 Volt. So, ich habe jetzt 8 Volt eingestellt, gehe hier wieder zurück und drücke jetzt On. Dann sieht man hier, hat er Overvoltage Protection, OVP. Das heißt, diese Overvoltage Protection verhindert, dass ich eine höhere Spannung einstelle, als die ich die maximal festgelegt wird durch das OVP. Das gleiche Prinzip ist bei dem OCP, also bei dieser Overcurrent Protection. Also wenn ich jetzt hier reingehe, hoch, also hier zweimal Set, nochmal runtergehe, Overcurrent Protection, hier mit dem Druckknopf rübergehe, dann meinetwegen den Strom auf, sag ich mal, 1 Ampere nur einstelle, maximal, der maximal einzustellen geht, dann bekomme ich genau das gleiche Ergebnis, nur dass dann nicht hier OVP steht, sondern OCP. Ich werde hier nochmal zurückgehen. Dann gehe ich hier auf Set, gehe hier auf meinetwegen wieder 5 Volt zurück oder 6 Volt, habe aber hier 3 Ampere eingestellt und wenn ich jetzt hier einschalte, dann ist es im Moment okay, aber in dem Moment, wo der Strom höher geht als dieser 1 Ampere, wird er mir das OCP anzeigen. Ich werde jetzt mal kurz schließen und da sieht man jetzt hier, es ist im Moment die Overcurrent Protection aktiv. Ich habe hier zwar 3 Ampere angegeben, aber die Overcurrent Protection geht nur bis 1 Ampere und deswegen zeigt er mir hier dieses Symbol an. Ich werde jetzt die Overcurrent Protection wieder zurücksetzen. Mit zweimal Set kommt man da rein. Ich gehe also hier rüber, Overcurrent Protection, und stelle die mal um, dann wiederum auf 5 Ampere. Gehe wieder zurück. So. Und jetzt habe ich ja hier oben 3 Ampere angegeben. Das heißt, wenn ich jetzt einschalte, dann ist erstmal alles soweit okay. Ja, man sieht also okay. Wenn ich jetzt kurz schließe, dann geht er natürlich in den
Constant Current Mode. Overcurrent Protection ist nicht aktiv. Er könnte also mehr als 3 Ampere liefern, aber ist jetzt hier durch den Maximalwert, geht er hier in den Constant Current Mode. So ist es auch bei jedem normalen, guten Netzteil. Dieser Unterschied zwischen Constant Current Mode, Constant Voltage Mode und diese Protection Modes, die da einzustellen sind. Das Modul bietet neben dieser manuellen Einstellung auch noch weitere Einstellungen, nämlich sogenannte Datensätze. Also ich kann hier mit Set zweimal, komme ich hier unten in den Bereich M-Pre hier und kann dort bis zu 9 Datensätze speichern. Das heißt, ich gehe jetzt mal zum Beispiel auf M7 und also Memory sozusagen, also der Speicherplatz Nummer 7, und da stelle ich folgende Werte ein. Also ich gehe mit Z wieder zurück, dann gehe ich hier nach oben. Dort stelle ich jetzt eine Spannung ein, mal, also die man leicht erkennen kann vielleicht nachher. 1, 2, 12, 3, 4 Volt, also 1, 2, 3, 4. Das ist jetzt erstmal gesetzt, allerdings ist es noch nicht gespeichert. Um das zu speichern, gehe ich also wieder hier runter. Dann gehe ich hier mit dem Knopf vom Drehencoder wieder dort rein und drücke jetzt die Set-Taste etwas länger. Dann erscheint hier M7, also M7 ist jetzt gespeichert. Dann gehe ich hier wieder mit der Set-Taste zurück. Und wenn ich jetzt M7 aufrufen will, dann kann ich Folgendes machen. Ich drücke, das war jetzt zu viel. Ich drücke die Set-Taste in diesem normalen Bildschirm etwas länger. Dann erscheint hier M0. Und ich drehe jetzt hier weiter auf M7. Dort ist jetzt M7 zu sehen. Und jetzt drücke ich nochmal die Set-Taste. Und man sieht, ich habe jetzt hier meine 12,34 Volt aus dem Speicherplatz 7 aufgerufen und er stellt die dann ein und ich kann sie natürlich doch noch einschalten und ich habe hier meine 12,34 Volt. Zwei Speicherplätze, nämlich M1 und M2, kann ich hier direkt durch die Tasten aufrufen. Also ich drücke jetzt länger M1. Dann sieht man unten rechts, hier erscheint das M1 und ich habe hier in dem Fall 3,3 Volt. Und wenn ich jetzt etwas länger M2 drücke, das ist der zweite Speicherplatz, dann sieht man, hier ist M2 und hier sind es 12 Volt eingestellt. Das macht die Sache natürlich insofern interessant, dass man verschiedene Speicherplätze so konfiguriert, dass sie für verschiedene Schaltungen gleich verfügbar sind. Also ich habe ja hier bei M1 3,3 Volt eingestellt. Das heißt, es wäre so eine typische Anwendung für einen Mikrocontroller. Wenn man jetzt 12 Volt hat oder von mir aus 24 Volt, wäre das dann gleich eine Spannung für einen Analogbereich. Also man kann dort relativ schnell seine Spannung dort einfach festlegen, die man braucht in der Regel, und relativ schnell abrufen, ohne da an dem Drehknopf zu drehen. Zum Schluss gibt es noch die Möglichkeit, hier im Set-Bereich auch die Helligkeit hier dieser Anzeige generell festzulegen. Also ich kann jetzt hier reingehen und die Helligkeitsstufen runterdimmen. Und man sieht das hier auch ganz gut in der Kamera. Defaultmäßig ist es auf 4 eingestellt. Ja, kann man so lassen. Ich denke mal, ist ganz gut. Das wäre sozusagen nochmal zum Abschluss hier die Helligkeitsstufen. Ja, das war es hier zu diesem Netzteilprojekt. Ich hoffe, es war interessant und aufschlussreich. Und ich wünsche Ihnen weiterhin viel Spaß und tschüss.